Moin Leute, euer Bombard wieder am Bambus und heute zeige ich euch die Afterpatch-Variante des Multi-Merch-Glitches. Was meine ich jetzt mit Multi-Merch-Glitches? Naja, ihr könnt Fahrzeuge merchen am laufenden Fließband. Wie geil ist das denn? Und weil dieser Glitch so geil ist, Leute, würde ich ja schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen. Und außerdem, Leute, für die, die mich schon überhaupt gar nicht kennen, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Glitches ever in GTA. Aber ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch, klar, braucht ihr ein Geberauto. Was meine ich mit Geberauto? Naja, ein Geberauto ist in diesem Fall ein Auto, was schon die ganzen Tuning-Teile hat, also geile Lackierung, geile Felgen, am besten Formel-1-Felgen etc. 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 Und klar, ihr braucht natürlich auch irgendwelche andere Fahrzeuge, die ihr merchen möchtet, also sprich, die die Tuning-Teile erhalten sollen. Und diese Fahrzeuge stehen einfach in irgendeiner Garage. Und ihr braucht auch noch alle Jobs sichtbar auf der Karte. Das bedeutet, wenn ihr jetzt auf die Karte öffnet, dass alle Jobs sichtbar sein sollten. Habt ihr das nicht, solltet ihr einmal ins Interaktionsmenü gehen, geht ihr auf Markierungen und dann müssen bei Jobs alles auf An, also auf Einblenden sein. Ganz, ganz wichtig für diesen Glitch. Und zu guter Letzt, Leute, braucht ihr einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Habt ihr das Ganze? Sehr gut. Das bedeutet, wir können mit dem Glitch anfangen. Als erstes seid ihr mit eurem Freund einfach in irgendeiner GTA Online-Sitzung. In meinem Fall habe ich diesen Glitch in einer Freundessitzung aufgenommen. Seit es beide in der Freundessitzung ankommen, fahrt ihr jetzt mit dem Geberauto zum LSK-Meet und euer Freund auch. Seid ihr jetzt mit eurem Freund in LSK-Meet drinne, steigt ihr beide aus. Das ist ganz wichtig, Leute, dass ihr nicht im Auto drinne sitzt, denn euer Freund lädt euch jetzt zum Sprintrennen ein. Das bedeutet, euer Freund öffnet jetzt das Interaktionsmenü, geht auf LSK-Meet und dann auf Sprintrennen. Und dadurch werdet ihr eine Einladung erhalten und diese Einladung werdet ihr einfach akzeptieren. Sobald ihr die Einladung akzeptiert, läuft unten ein Timer ab. Und jetzt muss euer Freund einen Story-Modus-Charakter auswählen. Das bedeutet, euer Freund hält jetzt die untere Pfeiltaste einfach gedrückt und wählt jetzt irgendeinen der Story-Modus-Charaktere aus, die verfügbar sind. So gut, in meinem Fall war jetzt nur einer verfügbar. Hat euer Freund dessen Story-Modus-Charakter ausgewählt, wird jetzt eine Meldung erscheinen. Und zwar, ob er sicher ist, dass er GTA Online verlassen möchte und in Story-Modus wechseln möchte. In dieser Meldung muss euer Freund den Rest des Glitches einfach bleiben. Er muss nichts weiter machen, er muss nur in dieser Meldung drinnen bleiben. Und alle 10 Minuten mal kurz den Controller bewegen, damit er nicht wegen Inaktivität rausgeschmissen wird, je nachdem wie lange ihr merchen möchtet natürlich. Aber gut, hat euer Freund das jetzt gemacht und der Timer ist jetzt irgendwann auch mal abgelaufen, werdet ihr jetzt einen unendlichen Blackscreen bekommen. Um aus diesem unendlichen Blackscreen wieder rauszukommen, müssen wir jetzt theoretisch einem Freund beitreten, der in einer Einladungssitzung ist und in einem anderen Zielmodus hat. Oder ganz einfach, wir treten unserem Bot bei. Das ist viel einfacher, praktischer für solche Glitches. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier aufs PlayStation-Menü, gehen jetzt hier auf Spielersuche und geben jetzt unseren Bot-Namen ein. In meinem Fall ist es hier Anavak1P5. So, sind wir jetzt auf dem Profil vom Bot angekommen, gehen wir jetzt hier einfach auf GTA und GTA beitreten. Wir werden jetzt eine Meldung erhalten in GTA, ob wir uns sicher sind, dass wir den Bot beitreten möchten. Hier ist jetzt die erste Änderung der Afterpatch-Variante, denn jetzt drücken wir nichts. Nichts in GTA, denn wir gehen jetzt wieder ins PlayStation-Menü und suchen den Bot noch einmal. Das bedeutet, wir geben es hier wieder im PlayStation-Suchmenü Anavak1P5 ein, gehen wieder auf sein Profil, gehen wieder auf GTA und gehen jetzt nochmal auf Beitreten. Und jetzt wird sich die Meldung in GTA geändert haben, denn jetzt steht da nicht mehr, ey, bist du sicher, dass du beitreten möchtest, sondern jetzt steht da, möchtest du deinen Zielmodus ändern. Und diese Meldung brechen wir jetzt mit Kreis ab. So, jetzt werden wir draußen spawnen. Eine verbuggte Ansicht und wir können auch uns nicht bewegen. Ne? Das werdet ihr am Fahrzeug sehen, dass ihr nicht lenken könnt, hin und her fahren könnt, etc. Um uns wieder zu entfreezen, müsst ihr jetzt die Optionstaste drücken, geht es hier auf Online. Und je nachdem, welche Konsole ihr seid, also sprich PS4 oder PS5-Version, müssen wir jetzt hier verschiedene Steps machen. Bei der PS4-Version ist es so, dass ihr jetzt theoretisch hier auf Criminal Enterprise Starter Pack gehen müsst, dann hier auf Fahrzeuge gehen müsst und dann Fahrzeug auf der Hauptstartseite euch anschauen müsst und das Ganze so euch anschaut, das Fahrzeug. Und das Ganze dann einfach mit Dreieck die Internetseite wieder schließt, dann seid ihr wieder entfreezed. Aber auf der PS5-Version haben wir das Ganze natürlich nicht mehr. Deswegen müssen wir jetzt hier auf GTA Plus gehen. Nämlich, wenn wir jetzt hier auf GTA Plus gehen und das Ganze hier uns mal anschauen mit GTA Plus und so, und dann wieder das Optionsmenü schließen, werden wir merken, dass wir in der PS5-Version dann auf einmal entfreezed sind. Also sprich, kurz in GTA Plus reingehen ins Menü und dann wieder rausgehen. Ganz einfach.
So, seid ihr im Freeze, dann könnt ihr euch jetzt einfach selber umbringen. Das bedeutet, ihr öffnet das Interaktionsmenü, scrollt runter, selber umbringen. So, wenn jetzt wieder gespawnt seid, egal ob im oder neben Fahrzeug oder so, dann müsst ihr das Fahrzeug jetzt einlagern. Das bedeutet, ihr öffnet jetzt wieder das Interaktionsmenü, geht auf Fahrzeuge und Fahrzeug einlagern. Und ja, ihr habt immer noch eine komische Sichtweise, aber das ändert sich gleich. Habt ihr das Fahrzeug jetzt eingelagert, öffnet ihr diesmal das Optionsmenü und geht auf die Karte. Denn ihr werdet merken, dass alle Jobs nicht mehr eingeblendet sind, außer zwei. Denn wir müssen jetzt über die Karte dieses Stuntrennen starten. Das bedeutet, wir gehen jetzt mit dem Cursor auf das Stuntrennen, drücken jetzt hier Viereck und sagen, ja, ich möchte einen Job starten. Wir werden jetzt aber eine Fehlermeldung erhalten, nämlich, dass der Job nicht verfügbar ist. Und das ist genau gewollt. Denn wenn ihr das jetzt einfach akzeptiert, seid ihr jetzt in dem Merch-Modus. Wie geil ist das denn? Aber ihr merkt vielleicht, dass die komische Sichtweise, die ihr gerade habt in GTA, noch geblieben ist. Und ja, diese Sichtweise wird jetzt noch ein bisschen bleiben. Denn wir müssen jetzt zu irgendeiner Garage fahren und dort zu Fuß reingehen. Und danach haben wir die normale Sichtweise. Das bedeutet, im optimalen Fall fahrt jetzt einfach direkt zur Garage, wo die Fahrzeuge drin stehen, die ihr gerne merchen möchtet. Oder ihr geht jetzt einfach in die Garage ganz schnell in der Nähe, um so schnell wie möglich diesen komischen Sichtmodus loszuwerden. Das ist eure Entscheidung. Gut, in meinem Fall habe ich jetzt gesagt, ach komm, ich nehme jetzt hier ein Straßenfahrzeug und fahre direkt zur Garage, wo die ganzen Fahrzeuge drin stehen, die ich merchen möchte. Und ja, die Garage war etwas weiter weg und ja, war sehr abenteuerlich. Aber egal, habt ihr es geschafft, zur Garage hinzukommen, nach zahlreichen Unfällen wahrscheinlich, dann werdet ihr merken, sofort, wenn ihr in der Garage drin seid, normale Ansicht. Sehr gut, denn jetzt steigen wir ins Fahrzeug ein, was ihr gerne merchen möchten. In meinem Fall ist es einfach das Fahrzeug hier, was gestern erschienen ist. So, ihr steigt ein und fahrt mit dem Fahrzeug raus. Seid ihr draußen mit dem Fahrzeug gespawnt, was ihr merchen möchtet, steigt jetzt aus. Denn wir müssen jetzt irgendwie sterben. Das bedeutet, ihr könnt euch jetzt als CEO registrieren und ein Wasser zu euch bestellen. Oder ihr werdet irgendwie überfahren oder springt von einer hohen Plattform. Ist es egal, wie ihr sterbt, aber ihr müsst sterben. Aber das Einfachste ist hier tatsächlich einfach mit dem CEO-Buzzard euch umzubringen. Das bedeutet, wir steigen jetzt in den CEO-Buzzard ein, so dass sich Rotorblätter jetzt drehen, steigen jetzt wieder aus, laufen gegen das hintere Rotorblatt, zack, boom, bam, ich bin tot und zack, das Fahrzeug ist gemerged. Wie geil ist das denn? Aber Leute, es ist noch nicht abgespeichert. Um das Ganze jetzt abzuspeichern, müsst ihr jetzt aber zu Alice Customs und dort irgendwas ändern. Und danach ist das Fahrzeug abgespeichert. Klingt doch ganz einfach. Aber ich habe ja gesagt im Video, dass es ja ein Multi-Merch ist. Das bedeutet, dass ihr Fahrzeuge am Fließband weiter merchen könnt. Und natürlich ist das Ganze hier auch so. Das bedeutet, falls ihr mit dem ersten Fahrzeug jetzt fertig seid, fahrt jetzt einfach wieder zurück zur Garage, egal ob zu Fuß oder mit dem Fahrzeug. Und holt das nächste Fahrzeug aus der Garage raus, was ihr gerne merchen möchtet. Gut, mein zweites Fahrzeug ist hier einfach so ein komischer Elegy. Aber ist ja egal, es zeigt einfach nur, dass es hier Multi-Merch ist. Denn sind wir jetzt mit dem zweiten Fahrzeug jetzt hier draußen, steigen wir jetzt auch wieder aus und müssen irgendwie sterben. Gut, in meinem Fall nehme ich natürlich hier wieder diesen Helikopter. Wir starten also wieder die Rotorblätter und laufen gegen das Rotorblatt, sterben, zack, boom, bam. Das zweite Fahrzeug ist gemerged. Geil! Aber wie gesagt, Leute, das Fahrzeug in diesem Moment ist nie gespeichert. Deswegen fahrt ihr jetzt einfach zu LS Customs und tunt irgendwas um und es ist gespeichert. Und Leute, ja, mit diesem Merch-Licht ist es auch möglich, Flugzeuge zu merchen, Basisfahrzeuge zu merchen, Nachtclubfahrzeuge zu merchen. Es ist alles möglich, mit diesem Merch-Licht zu merchen. Aber dafür muss man andere Wege nehmen, um die Sachen abzuspeichern, zum Beispiel mit Giftcards to Friends etc. Und dazu werde ich später noch Videos hochladen. So, seid jetzt am Ende des Merchants so gesehen angekommen und sagt, ja, ich habe jetzt genug gemercht, alle meine Fahrzeuge, die ich merchen wollte, sind jetzt gemercht. Dann könnt jetzt auch ein Freund sagen, ey, yo, du kannst die Meldung akzeptieren, dass du in Story-Modus gehst. Denn sobald er in den Story-Modus geht, seid ihr aus dem Merch-Modus raus und alles ist super. Sprich, euer Freund kann euch wieder beitreten, ohne Probleme. Aber gut, Leute, ich hoffe, euch hat das Glitch-Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da, denn der Merch-Glitch funktioniert ja. Aber ich bin raus, euer Bombard. Ciao.